Jetzt legen wir los mit Clinical Journal Club für diese Woche und es geht um Hautläsionen, die mit Schorf gekennzeichnet sind. Und da sind unterschiedliche Sachen hier im Angebot und wir sollen die Hautläsionen aussuchen, die nicht mit Schorf einhergeht. Und das erste im Angebot ist Scrub Typhus, das heißt auf Deutsch japanisches Flussfieber. Das ist weit verbreitet in ganz Südostasien. Und das ist im Prinzip eine Fleckfieber-ähnliche Krankheit. Und diese Krankheit macht Hautläsionen, die eher so ähnlich aussehen wie Pusteln, aber dann Schorf bilden. Und hier sehen wir ein paar von Hautläsionen, die das sowas sein könnte. Aber Leute, die hiermit betroffen sind, die haben die natürlich über den ganzen Körper zerstreut. Dann das zweite im Angebot ist Hautanthrax. Und Hautanthrax ist eine Berufserkrankung, überwiegend von Menschen, die in der Lederindustrie und sich mit Tierhäuten beschäftigen. Und das ist gar nicht so unhäufig in Argentinien und in Südamerika. Diese Häute sind dann kontaminiert mit Bodenbakterien. Anthrax ist ja ein Bodenbakterium. Und die kriegen dann Hautanthrax. Na, wenn sie es einatmen, können sie auch Anthrax bei Pneumonie kriegen, dann sind sie sofort tot. Aber sonst kann das auch eine Hautkrankheit machen. Ganz üble Abszesse und Pusteln und die sind mit Schorf bedeckt. Dann das nächste ist Rickettsia acari, das ist auch eine Form von Fleckfieber, aber nicht ganz so ansteckend und gefährlich wie Fleckfieber, das durch Läuse übertragen wird. Und diese Form von Rickettsien werden übertragen von Spinnentieren und Reservoir sind Mäuse. Das kommt auch in Europa vor. Das kann ich, ist nicht häufig, aber man sollte vielleicht etwas darüber wissen. Dann das letzte habe ich schon gesehen. Es gibt zwei giftige Spinnen, die mir bekannt sind. Eines ist, die sind beide US-Bürger. Eines ist die schwarze Witwe. Und das zweite ist die braune Einsiedlerspinne. Und diese Spinne, wenn sie beißt, kann zu großen Hautmikrosen führen und die gehen auch mit SK oder Schorf einher. Aber was nicht mit Schorf einhergeht, ist Windpocken und das ist Chickenpox auf Englisch. Und das wäre am wenigsten wahrscheinlich. Aber dies soll tatsächlich ein Beispiel sein von Tsutsugamushi-Fieber. Und nächste Woche können wir dann die Patientin sehen, wie sie diese Läsion hat über den ganzen Körper und wie die Läsionen dann, sich dann über die Zeit entwickeln. Tsutsugamushi-Fieber ist gar nicht so unhäufig in Südostasien. Scrub ist, was ist das, Gebüsch und die Spinnentiere, die dies übertragen, sind ziemlich häufig im dichten Gebüsch, wenn wir uns dann angucken. Also hier geht's los, dieses Windpocken und diese Pocken hier sind kleine Bläschen mit Flüssigkeit gefüllt und wie wir hier in diesem Beispiel sehen, sind die Pocken von unterschiedlichem Alter. Es gibt neue Läsionen und ältere Läsionen, das ist im Gegensatz zu echten Pocken, wo die Läsionen viel dichter sind, alle gleich alt, die Arme mehr betreffen beinahe als Thorax und die schwere Narben hinterlassen. Windpocken ist milder und sollte eigentlich keine Narben hinterlassen. Das sieht so aus, wir haben es wahrscheinlich noch nie im Leben gesehen, aber in meiner Generation hatten wir das alle. Dies ist Tsutsugamushi-Fieber oder Scrub-Typhus, das japanisches Flussfieber, das wird übertragen. Sieht eigentlich aus wie eine Zecke, aber es ist nicht genau eine Zecke, aber wenn wir die Beine zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also das ist ein Spinnentier und das macht solche Läsionen, die sehr ähnlich aussehen, als was wir eben uns angeguckt haben. Dies ist Hautanthrax und das macht diese Abszesse, Hautabszesse und die werden, die sind dann auch mit Schorf bedeckt. Und dies ist Rickettsia acari. Dies ist im Prinzip eine Fleckfieberkrankheit. Ist beschrieben worden nach dem Zweiten Weltkrieg in London. Aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht klar sind.
Aber diese Rickettsien, das ist eine Form von Fleckfieber, werden übertragen auch von einem Spinnentier und Mäuse sind das Reservoir, kommt in Europa vor und man sollte darüber Bescheid wissen, wenn man sowas Ähnliches sieht, könnte auch in Deutschland vorkommen. Dann dies ist diese ziemlich schreckliche Einsiedlerspinne, Loxosceles reclusa, und die kenne ich, dies habe ich schon gesehen. Und wenn die ist eigentlich ein ziemlich scheues Tier, aber wenn man sowas aufstöbert und wenn die zubeißt, kriegt man Hautnekrosen, die sind mit Schorf bedeckt und die können ganz übel sein. Und wenn man in den Südstaaten lebt, dann sollte man wissen, wie diese Spinnen aussehen und was verursachen können. Gibt keine Behandlung dafür. Und man sollte wahrscheinlich nicht drumherum operieren. Sollte man lieber warten, bis es von alleine hoffentlich weggeht und besser wird. Meistens nicht tödlich. Jetzt das erste Thema im New England Journal hat mich auch beschäftigt und das ist die Krätze. Die Krätze. Und ein Grund, warum im Buch eine Hautklinik erstellt worden ist mit 120 Betten, war wegen Syphilis und Krätze, was im 19. Jahrhundert ganz schlimm war. Und keiner wusste genau, wie diese schreckliche chronische Hauterkrankung zustande kommt. Aber man hat dann vor 100 Jahren festgestellt, dass diese Krankheit mit Milben einhergeht. Und dies ist so eine Milbe. Und die weibliche, wir gucken uns das an, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also das ist auch ein Spinnentier. Die sind ziemlich klein. Die Weibchen bohren sich in die Haut rein. Und da ernähren sie sich und legen Eier und machen Kot und juckt ganz fürchterlich. Und die sind ziemlich schwer loszukriegen. Ein bisschen Seife hilft nicht. Und die muss man schon mit modernen Mitteln loskriegen. Und wenn sowas chronisch ist, dann kann die ganze Haut so wie Kenne infizieren und kann ganz schreckliche chronische Hauterscheinungen bilden, wo man nie auf die Idee kommen würde, was das in Wirklichkeit ist. Wir gucken uns noch ein paar andere Fälle an. Und hier ist wieder mal das Tierchen, das ist ein Spinnentier, man muss nur die Beine zählen. Und was wir früher gemacht haben, hier sind diese Pickel. Wir haben mit einer Nadel da reingebohrt und das Material dann unter dem Mikroskop angeguckt, um zu sehen, ob wir nicht Teilchen von diesen Einwanderern da finden konnten unter dem Mikroskop. Das ist die beste Methode, um die Diagnose festzustellen. Und dann muss man irgendwas dagegen tun. Und die Mittel, und das ist erst in den 70er Jahren entwickelt worden, Permethrin ist im Prinzip eine Salbe, die man da drauf reibt, dass die Dinger tötet. Das ist wahrscheinlich wird am häufigsten angewendet, um diese Milben zu töten. Was auch ganz gut funktioniert, ist Ivermectin. Und Sie sollten wissen, dass der Erfinder von Ivermectin hat dieses Jahr einen Nobelpreis gekriegt für Ivermectin. Und Ivermectin tötet Rundwürmer, aber tötet auch diese Milben. Und so kann man diese ziemlich schreckliche Krankheit loswerden, sonst ist sie schwer loszuwerden. Und was in dieser Studie gemacht worden ist, warum diese New England Journals quasi auch nicht, aber ist dahingestellt, dies ist eine Studie auf den Fiji-Inseln. Und was man hier gemacht hat, ist, man hat hier unterschiedliche Arealen in den Fiji-Inseln, wo diese Krätze endemisch ist, randomisiert zu unterschiedlichen Behandlungsstrategien. Standard Care, übliche Behandlung ist, man guckt die Pickel an und man bohrt da rum, um die Milben zu finden und wenn sie da sind, dann behandelt man mit Permethrin und sagt den Leuten, sie müssen das für 10 Tage einreiben, bis das weg ist. Das ist Standard. Oder eine andere Möglichkeit ist, alle in der Bevölkerung, weil diese Leute ja sehr dicht beieinander leben und sich gegenseitig ständig anstecken. Ich meine, wenn man in einer Gesellschaft wohnt, wo 5 Leute in einem Bett schlafen, dann ist dies schwer zu vermeiden. Das hat nichts unbedingt mit direkter persönlicher Hygiene zu tun. Die anderen Möglichkeiten war, wir behandeln flächendeckend alle in der Gemeinde mit Ivermectin oder wir behandeln alle in der Gemeinde mit Permethrin. Das heißt, eine fleckendeckende Behandlung war dann die nächste Strategie. Also das ist, was gemacht worden ist. Und diese Tabellen sind ziemlich langweilig und bis man sich dadurch gearbeitet hat, ist der Abend schon zu Ende.
Aber wenn wir uns das angucken, Rate of Disappearance, was die Prozentsatz, wo die Krankheit verschwunden ist, sehen wir, dass bei den Ivermectin flächendeckend behandelten Patienten war es 97%, dass das aus der Gemeinde dann verschwunden ist. Nicht schlecht. Und wenn sie flächendeckend Permethrin über den Körper sich eingerieben haben, dann war es schon beinahe 75%, aber das war kaum besser als Standard Care. Und dann, wenn wir uns angucken, was war das Auftreten von neuen Fällen von Krebse in diesen Gruppen, in der Ivermectin-Gruppe war es nur 1,3% und in der Permethrin-Gruppe war es schon 8% und in der üblichen Behandlungsgruppe war es 15%. Legt die Idee nahe, dass vielleicht in manchen Gemeinden, Gesellschaftsschichten ist es besser, wenn man flächendeckend alle behandelt, anstatt zu versuchen, einen Fall nach dem anderen nachzugehen. Ich glaube, ihr werdet euch nicht weiter damit beschäftigen, aber ich hätte gerne, dass ihr wisst, was Ivermectin ist und was die Krebse verursacht, dass das eine Milbenkrankheit ist von Spinnentieren. Nächstes Thema liegt uns vielleicht ein bisschen näher und es hat zu tun mit Herzinsuffizienz, mit erhaltener Auswurffraktion. Das durften wir früher diastolische Herzinsuffizienz nennen, aber das ist anscheinend nicht mehr Mode und das heißt jetzt Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurffraktion. Sie werden sich daran erinnern, das Herz ist ziemlich einfach, macht nur zwei Dinge, es macht das und das. Und wenn es das nicht kann, dann hat man systolische Herzinsuffizienz und das ist am meisten bekannt. Aber eigentlich die Hälfte der Leute, die herzinsuffizient sind, können das okay, aber sie können das nicht mehr. Und das braucht auch einen Energieablauf. Und gerade bei älteren Menschen, meistens auch Vorgeschichte ist dann Hypertonie und so weiter, die können das nicht mehr. Obwohl, wenn man sie echokardiografisch untersucht, sind sie in der Lage, zwei Drittel des Inhalts vom linken Ventrikel nach vorne zu schieben, aber die Aufnahme von der nächsten Füllung von Blut ist so beeinträchtigt, dass sie erhöhten Füllungsdruck haben und haben dann dieselben Symptome von Herzinsuffizienz wie Leute, die das nicht können. Also man muss das und das. Und dann Leute in meinem Alter, häufig, wenn sie herzinsuffizient sind und nicht einen Herzinfarkt gehabt haben oder Kardiomyopathie haben, die können das. Und darum geht es, nämlich wir haben keine Ahnung, wie man diese Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurffraktion oder diastolische Herzinsuffizienz behandeln sollte. Und es gibt kaum Richtlinien dazu und alle kratzen sich den Kopf und sind ahnungslos und wissen nicht, was sie machen sollten. Und wenn sie, ist ganz interessant, sie können sich diese Kurven angucken und wie man das echokardiografisch diagnostiziert. Hallo? Hallo? Ja? Hallo Max, ich rufe dich in einer Stunde an, gell? Tschüss. Ich dachte, es wäre jemand, der vielleicht würde die Übertragung nicht funktionieren, aber es war eigentlich ein Freund von mir, hat nichts mit German Club zu tun. Okay, wir machen weiter. Also das ist diese diastolische Herzinsuffizienz. Und in dieser Studie geht es um zu testen, ob Isosorbitnitrat, was in den USA häufig angewendet wird für diastolische Herzinsuffizienz, ob das in Wirklichkeit was bringt. So hat man Leute mit diastolischer Herzinsuffizienz, die hatten alle eine Auswurffraktion von 65, über 60%, aber hatten Symptome von Herzinsuffizienz, NYHA Stadium 2 oder 3, das heißt, die waren schwer symptomatisch. Man hat die randomisiert, was auch immer die Doktoren verschreiben wollten, was überwiegend das Übliche ist, Fleischendiuretika, Hydrochlorothiazid, 61%, zwei Drittel haben ACE-Hemmer oder AT1-Rezeptorblocker gekriegt, Beta-Blocker waren auch häufig angewendet oder sie haben Spironolactone gekriegt oder Calcium-Antagonisten, das war in beiden Gruppen gleich. Aber eine Gruppe hat zusätzlich Placebo gekriegt und die andere Gruppe hat Isosorbit Nitrat gekriegt. Was eigentlich klingt gut, macht NO und sollte eigentlich funktionieren. Und es ist ein beliebtes Nitrate sind ja bei Kardiologen aus vielen guten Gründen auch beliebt. Und hier sehen wir schon in dieser Tabelle, dass irgendwas hier schiefgelaufen ist. Nämlich was wir hier sehen, ist, dass die Leute mit Isosorbit Mononitrat im Vergleich zu Placebo
Sie hatten hier alle negative Unterschiede im Vergleich der beiden Gruppen. Und der primäre Endpunkt hier war, was die Leute leisten konnten. Sie haben ein Gerät getragen, so ähnlich wie mein Smartphone, das mir erzählt, wie viele Schritte ich pro Tag mache und solche Sachen. Bisschen besser als das. Accelerometer haben die getragen. Und dann sind auch andere Tests gemacht, wie weit die Leute in 6 Minuten gehen konnten und was ihre Pro-BNP-Spiegel waren und ähnliches. Also es war auf Symptome gerichtet. Und was wir hier sehen ist, hier sind die täglichen Accelerometer-Werte. Die blauen sind die Placebos und die gelben sind hier Isosorbid-Mononitrat. Und was wir hier sehen ist, Donnerwetter, die Placebos sind besser abgeschnitten als die Isosorbid-Gruppe. Und wenn wir gucken, Stunden Aktivität pro Tag, hier ist es sogar statistisch signifikant, dass die Placebo-Gruppe besser war als die Isosorbid-Gruppe. Und hier ist die eine andere Auswertung von diesem Accelerometer und wieder mal Isosorbid-Mononitrat schneidet schlechter ab. Und wenn wir das unter den unterschiedlichen Dosierungen von Isosorbid-Mononitrat betrachten, stellt sich heraus, dass umso höher die Dosis von Isosorbid-Mononitrat, umso schlechter haben die Leute abgeschnitten im Vergleich zu Placebo. Also das war ziemlich ernüchternd. Und man hat dann auch gemessen, wie weit die Leute gehen konnten in 6 Minuten. Und das war besser in der Placebo-Gruppe als Isosorbid-Mononitrat. Und wenn wir uns diese sämtlichen Untergruppen, haben sie Diabetes, ja oder nein? Und haben sie Corona-Herzerkrankung, ja oder nein? Oder haben sie Nitratintoleranz und schlucken sie Statine und was alles sonst noch gibt? Sieht es so aus, als ist die Behandlungsdifferenz besser in der Placebo-Gruppe. So scheint es der Fall zu sein, dass Isosorbid-Mononitrat hat nicht die tägliche Funktion dieser Patienten geholfen und die Pro-BNP-Spiegel waren auch höher. Also ich glaube, Isosorbid-Mononitrat bei der Behandlung von diastolischer Herzinsuffizienz ist gescheitert und kann man vergessen. Also das nächste Problem geht es um COPD. Und da sind jetzt unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten, die man in Erwägung zieht, um diese überblähten Arealen der Lungen zu kollabieren, sodass andere Areale besser funktionieren könnten. Und wir haben schon eine große Studie uns angeguckt. Das ist eine Stent-Behandlung von den Bronchien. Und die Studie, die wir uns angeguckt haben, war nicht so eindeutig klar, dass dieser Eingriff hilft. Jetzt, es gibt solche und solche Leute mit COPD. Es gibt manche Leute, die eine Kollateralventilation durchführen können. Und das muss man sich so vorstellen. Hier sind zwei Alveolen, die sind nicht miteinander verbunden. Dieser ist verrostet. Und der kollabiert dann und dann ist der weg und dann kann man nur noch mit diesem ventilieren. Aber man kann sich auch so vorstellen, dass diese potenzielle Verbindung hier offen sein könnte und dann, obwohl dieser verschlossen ist, wird der noch ventiliert, weil er in Verbindung ist mit diesem, der noch offen ist. Das ist eine kollaterale Ventilation. Und so kann man COPD-Patienten unterteilen von denjenigen, die noch eine Kollateralventilation noch haben und die eine Kollateralventilation nicht haben. Und das ist, was hier gemacht worden ist. Und hier sind diese schicken Stents, die man in die Bronchien reinstecken kann. Das sind im Prinzip, die sind so ausgestattet wie Ventile, sodass dieses überblähte Areal kollabieren kann, sodass es andere Areale nicht mehr beeinträchtigt durch eine Hyperventilation, durch eine Blähung. Und man hat hier diese endobronchiale Ventile, diese Stents hier, angebracht bei Patienten mit Emphysem, aber man hat nur Patienten auserwählt für diese Behandlung, die keine Kollateralventilation aufwiesen.
Und um das zu beweisen, dass die Leute eine Kollateralventilation haben, ist ziemlich aufwendig. Man muss sie bronchoskopieren und dann steckt man einen Ballon in manche Bronchien und nicht in anderen und guckt. Ich verstehe es auch nicht ganz, aber vielleicht kennen Sie sich damit aus. Das wird hier wahrscheinlich auch gemacht. Und Endergebnis hier war FEV1, FVC, Vitalkapazität und wie weit die Leute gehen konnten in 6 Minuten. Und hier ist ein CT von so einem Patienten und dieses Areal, das wir vielleicht kollabieren würden mit so einem Ventilstent. Und was man hier gemacht haben, ist, die Leute kriegten Bronchoskopie mit schicken Olympus-Bronchoskop und dann hat man manche Atemwege mit einem Ballonkatheter vorübergehend okkludiert und dann hat man geschaut nach expiratorischem Fluss, ob der stattgefunden hat oder ob der kaum stattgefunden hat und so hat man die Leute ohne Kollateralventilation auswählen können. Also, wenn ich das verstehe, so wurde das gemacht. Und was wir hier sehen, ist, dann hat man die gestentete Gruppe mit der nicht gestenteten Gruppe verglichen und dann hat man geguckt nach einer Verweildauer, wie es den Leuten gegangen ist. Und was wir hier sehen, ist, die gestentete Gruppe hat eine erhebliche Verbesserung gehabt in FEV1 im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Und in Vitalkapazität waren die auch besser als die Kontrollgruppe. Und wie weit die Leute gehen konnten, hier konnten sie 75 Meter mehr gehen innerhalb 6 Minuten. Sind ja eigentlich ziemlich bescheiden, aber ich habe ja nicht COPD. Im Vergleich zu der Kontrollgruppe, die sich eigentlich verschlechtert hat. Also das primäre Endergebnis wurde erreicht und diese sekundären Auswertungen von irgendwelchen Skalen, was mich beeindruckt hat, ist Residualvolumen. Weil diese COPDler haben ja einen massiven Residualvolumen. Und das ist beträchtlich abgefallen mit diesen Stents. Das ist beinahe 1 Liter abgefallen. Da könnte man sich schon vorstellen, dass was übrig bleibt, wird günstiger ventiliert, als was sonst der Fall wäre, wenn man diesen 1 Liter extra aufgeblasen hat innerhalb des Thorax. Aber diese ganze Geschichte war nicht ohne Nebenwirkungen. Und häufig mussten diese Stents wieder reingesetzt werden oder ersetzt werden oder musste weiter an denen gebastelt werden. Pneumothorax war auch ziemlich häufig und das war alles natürlich in der Kontrollgruppe nicht der Fall. Also ist diese Behandlung schon mit Nebenwirkungen behaftet, aber die Autoren fanden, dass die Vorteile waren besser als die Nachteile und fand ich ziemlich eindrucksvolle Studie. Vielleicht kann man mancher dieser COPD-Patienten etwas anbieten. Dann das nächste Thema hat zu tun mit Keimbahnmutationen bei Kindern mit Krebs. Das ist nämlich ein sehr glückliches Thema. Man hat hier über 1000 Kinder mit Krebs, deren Keimbahn durchsequenziert oder man hat Gesamtexom-Sequenzierung gemacht oder man hat wenigstens nach diesen 60 bekannten Gene, die mit Keimbahnmutationen und mit Krebs einhergehen, untersucht bei diesen 1000 Kindern. Und es gab 2 unterschiedliche Kohorten von diesen Kindern. Also diese, hier geht es um Massensequenzierung. Wir haben uns solche Arbeiten schon angeguckt und ungefähr 10% der Kinder mit Krebs haben irgendeine Keimbahnmutation. Aber eigentlich keine Familienanamnese. Man würde vielleicht, wie bei den Brustkrebsfrauen erwarten, dass eine Familienanamnese auftragen würde. Das ist nicht unbedingt der Fall. Also das war bekannt. Aber jetzt geht's los mit dieser Studie und hier sind die armen Kinder aus diesen beiden Kohorten und Leukämie ist ziemlich häufig bei Kindern, würde man erwarten, dass das ist ganz vorne. ZNS-Tumoren ist auch ziemlich häufig bei Kindern. Neuroblastom ist, Gott sei Dank ist Krebs bei Kindern nicht sehr häufig, sonst würde man ja total depressiv werden. Aber also hier sind die Krebse, die hier untersucht worden sind. Dieses neben mir ein Rindenkrebs, hier ist Melanom, Rhabdomyosarkom, Ewing-Sarkom, Osteosarkom, Retinoblastom. Gott sei Dank sind diese Sachen nicht sehr häufig, sind alle ziemlich schrecklich. Und man hat dann diese Gene alle durchsequenziert und siehe da, die üblichen Kandidaten tauchen wieder auf. Und P53 ist ganz vorne und hier ist
BRCA2 und BRCA1, diese Reparaturgene gehen ja auch mit anderen Krebsarten einher. Hier ist das RET-Proto-Onkogen, VHL. Dies sind Gene, die auch Allgemeinmediziner haben schon mal von denen irgendwas gehört. Succinyl Dehydrogenase A und Succinyl Dehydrogenase B, das taucht ja auch auf. Hier ACT, das hat mit diesen Nebennierenrindenkarzinomen zu tun. Ich ahne, das ist alles nicht so überraschend. Und man hat auch geguckt, hier ist ein Patient mit hat eine Mutation in TP53 und der hat ein Mosaik für diese Mutation. Das heißt, manche Zellen im Körper haben diese Keimbahnmutationen, aber andere nicht. Und wenn Sie sich mit solchen Sachen beschäftigen, dann können Sie sich dies angucken. Interessanterweise, Familienanamnese hat nicht vorhergesagt, ob diese Kinder einer dieser Keimbahnmutationen hatten oder nicht. Das bedeutet, entweder ist der Second Hit, die zweite Episode, unhäufig, oder sind vielleicht Gründer dieser Mutation, was wohl auch möglich ist. Jetzt, was man genau damit anfängt, weiß ich nicht genau, aber es wird in euren Lebenszeiten wahrscheinlich so sein, dass alle Menschen auf der Erde werden bei der Geburt schon durchsequenziert. Dann wird man diese Sachen vielleicht finden. Ob das die Kinder dann glücklicher machen wird oder nicht, wenn sie dann lauter Screening andauernd unterzogen werden, ist dahingestellt. Also kann ich aber nicht lösen. Review ist wichtig. Das Review im New England Journal geht es um Schilddrüsenknoten. Und die sind häufig, und die sind natürlich häufiger bei jungen Frauen als bei Männern. Und wie sollte man diese Sachen angehen? Und diese Klinik hat sich, glaube ich, in den letzten 10 Jahren erstens verbessert und zweitens verändert. Und das Übliche, wir wissen, dass diese Schilddrüsenknoten sind häufig und die meisten sind benigne und sollten nur beobachtet werden oder in Ruhe gelassen werden. Ultraschall hat sich in den letzten 10 Jahren wieder mal verdoppelt, wie gut das ist. Das heißt, dass die Zintigraphie fällt schon hinten ab. Krebsrisiko, okay, insgesamt 15%, also ist wichtig und dann was sich auch verbessert hat, ist diese Kleinnadelbiopsien, die man heutzutage macht, um hier die Diagnostik durchzuführen. Und so kann man dann diese Leute schneller aufklären. Und hier ist auch ein Schema dazu. Man misst natürlich immer noch Thyreotropin und wenn es hoch oder normal ist, kann man die Feinnadelbiopsie machen und dann schickt man das zu Herrn Schneider oder jemand, der Bescheid weiß und dann kann man auch dann unterscheiden, wie das Gewebe aussieht. Sollte man da noch eine genetische Untersuchung machen, ja oder nein? Und wenn STH niedrig ist, dann kann man tatsächlich die Leute in der unklaren Medizin noch ein bisschen unterhalten mit irgendeinem Technetium-Scan und dann kalte Knoten sollen biopsiert werden und überfunktionierende Knoten kann man dann entscheiden, ob es klinisch notwendig ist, was zu unternehmen. Und ich finde diese Ultraschallbilder ganz toll. Und hier sind Beispiele von Biopsien, der ist da normal, dieser sieht ein bisschen komisch aus und können Sie dann selber nachlesen, das muss dann halt ein Pathologe entscheiden. Und was sind die Risikofaktoren, die vielleicht darauf hinweisen, dass der Knoten maligne sein könnte? Und Familienanamnese ist nicht schlecht, wenn man ionisierenden Strahlen ausgesetzt worden ist in der Kindheit. Zum Beispiel, man saß da neben Fukushima, als das losging, oder Three Mile Island oder sowas ähnliches, dann hat man ein erhöhtes Risiko. Man kann auch ein PET machen mit 18-Fluorodeoxyglykose. Das hilft vielleicht ein bisschen. Multiple endokrine Neoplasie Typ 2, das ist ja die bekannteste Mutation im RET-Proto-Onkogen, das geht mit medullärem Schilddrüsenkarzinom einher, Serum Calcitonin erhöht und Residence Near a Nuclear Reactor Accident. Das ist eine schlechte Idee, sollte man vermeiden, wenn möglich. Gut. Und also bei dieser Patientin, die hier beschrieben ist, sollte eine Feinnadel Aspirationen durchgeführt werden. Dieser Knoten, den sie hatte, war größer als 2 Zentimeter im Durchmesser. Die sollte man wohl Feinnadel bioptieren und dann kann man da eine Entscheidung treffen, was gemacht werden soll.
Hier ist ein Bild aus dem New England Journal. Das ist eine Blickdiagnose. Kommt in ein Schwein, sieht hier aus wie ein ziemlich straffer Bauch und hat hier diesen Bluterguss um Nabel und hat Blutergüsse auch in beiden Flanken. So braucht man gar keinen Amylase-Spiegel zu machen. Das ist eine hämorrhagische Pankreatitis. Und dieses Cullen's Sign heißt das im englischen Sprachraum. Und dieses ist hier, heißt Gray Turner's Sign. Und Leute, die so eine hämorrhagische Pankreatitis haben, sterben meist. Und das war bei diesen Patienten auch der Fall. Dann der Patient im New England Journal. Dies ist auch eine ziemlich schreckliche Geschichte. Dieser ist ein 21-jähriger Student. Und der läuft jeden Tag 3 bis 5 Meilen. Das heißt so, 5 bis 8 Kilometer läuft der und ist interessiert sich für Sport und solche Sachen. Dann wird er innerhalb 3 Monaten wird er halt krank. Und es geht ihm schlecht. Und man merkt, dass der schläft jetzt 20 Stunden am Tag anstatt nur 8. Wenn das passiert, das ist ein schlechtes Zeichen. Dann wird er geschickt von einem Doktor zum anderen und kriegt dann hier auch irgendwelche Blutuntersuchungen. Ist hier anämisch mit einem HB von 10, das ist ja nicht gut. Und was auch nicht gut ist, ist dieses LDH von 4720, das ist ganz blöd. Und dann hat er auch Prolaktin ist erhöht bei dem. Und dann kriegt er Gynäkomastie, wird zur Gastro geschickt und kriegt lauter endoskopische Untersuchungen, alles nichts gebracht. Und dann wird er zum Endokrinologen geschickt und der merkt, naja, ein bisschen über Schilddrüsenfunktion ist ein bisschen erhöht, aber seine STH-Spiegel, Tyrotropin war eigentlich ziemlich niedrig und FSH wird hier auch gemessen und das ist auch niedrig bei dem und LH ist auch niedrig und dann wird er untersucht. Ist auch nicht schlecht. Körperliche Untersuchung. Ist jetzt beim dritten Doktor. The right testicle was larger than the left without tenderness or flatulence. Dann hat man Ultraschall gemacht von diesen Hoden. Und einer war nicht okay. Und dann hat man den auch rausgenommen. Und das können Sie Histologie, können Sie alles lesen, aber es geht eigentlich einher mit einem Hodentumor. Und das Erste, was man hätte machen sollen bei diesen Menschen mit dieser, wenn man merkt, dass mit seinen Hoden was nicht stimmt, ist HCG messen. Und das wurde dann auch gemacht, das wird dann diskutiert, dann wird diese Bildgebung gemacht, aber für diesen Menschen, ist es schon viel zu spät mit seinen Lymphknoten hier am Abdomen und diesen großen Lebermetastasen und was ist alles. Irgendwelche Lungenmetastasen hat er auch noch. Und also der hat ein HCG-produzierendes Tumor und seine HCG-Spiegel waren, ich glaube, waren über 10.000 oder irgendwas bei Frauen. In der Schwangerschaft geht das hoch, aber es geht auf 5 bis auf 10 oder sowas ähnliches. Und hier kriegt er auch Gynäkomastie und seine Schilddrüse wird dann getrieben von dem Tumor anstatt von seinem eigenen TSH, was eigentlich niedrig ist, aber die bei der Scintigraphie war die Aufnahme von Technetium hier erhöht und wie dieser Tumor abläuft und wie die Endokrinologie von diesem Tumor wird dann hier gezeigt und dann hier ist die Biopsie davon und ja, ist ein Choriokarzinom und das, wenn das im Spätstadium ist, dann ist die Prognose ziemlich traurig. Und der hat dann Cystplatin gekriegt und andere Sachen. Etoposid und Ifosfamid und Cystplatin hat er gekriegt und ist noch am Leben, aber die seine HCG-Spiegel sind auch gefallen, aber nicht auf Null. Und es ist alles eine ziemlich traurige Geschichte. Also das gab es in New England Journal. Dann in Lancet ist die erste Arbeit wichtig, aber kompliziert. Die Arbeit ist aus der Augenheilkunde. Und die Idee ist, eine Gentherapie anzuwenden für Patienten mit Makuladegeneration. Und Makuladegeneration wird behandelt mit einem Antikörper gegen VEGF. Nämlich die Idee ist hier, VEGF zu unterdrücken, sodass der Verlauf von Makuladegeneration verlangsamt wird. Und dies haben wir schon mal vorgestellt, dies ist ein neuer Vektor,
dieses Adeno-assoziiertes Virus, das gebastelt ist, so dass der Körper das nicht unbedingt als fremd erkennt, um dieses Konstrukt hier reinzutragen. Und das Konstrukt ist Soluble Split. Und wenn Sie sich ein bisschen mit Präeklampsie mal beschäftigt haben, Soluble Split ist ein Antagonist von VEGF. S-Split. Das ist eine Splice-Variation von Split. Wissen Sie vielleicht alles nicht wissen, aber das ist, was diese Patienten, die haben ins Auge injiziert bekommen, so dass die Retina S-Split ausgesetzt wird, in der Hoffnung, dass dann, dass der Bedarf von diesen Spritzen herabgesetzt wird und dass dann der Verlauf der Krankheit verbessert werden kann. Und jetzt sind diese Patienten, die wir schon einmal dargestellt haben, schon ein Jahr später. Und hier ist ein Bericht über diese Patienten. Also der Wirkstoff hier ist S-Split 1, Soluble Split, das VEGF bremst. Ist eine lösbarer Rezeptor für VEGF, sodass VEGF abgefangen wird. Und hier ist der, diese Patienten werden behandelt mit diesem Antikörper, der heißt Ranibizumab. Und die Idee ist, dass wenn dieses S-Split funktioniert, dann brauchen die Patienten keinen Ranibizumab mehr, weil die Krankheit sich so stabilisiert, dass ihr Sehkraft stabil bleibt. Das ist die Hoffnung hier, dass diese Gruppe dann hier weniger Ranibizumab braucht als die Kontrollgruppe. Also das ist alles ziemlich kompliziert und ich bin auch kein Augenheilkunde-Experte, aber die haben auch ganz schicke Bildgebungen, so dass sie die Retina hier beobachten können. Und da sind 8 Patienten dann, die diese Behandlung dann bekommen haben. Und ja, manche sind ein bisschen besser geworden, aber es sieht so aus, als wären die behandelten Patienten eigentlich einigermaßen stabil geblieben. Und von den Patienten, was ich hier entnehmen konnte, wo ist es denn? 4 von den 6 Patienten, die mit Serum behandelt worden sind, brauchten keine Antikörperspritzen mehr in diesem Verlauf. Und von den anderen beiden haben sie nur eine Anti-VEGF-Rescue-Spritze gebraucht. Und es geht eigentlich um Verträglichkeit dieser Gentherapie. Und die war prima. Und Safety, Sicherheit. Und ob die Patienten mit Soluble Split sehr geholfen worden ist, ist noch nicht überzeugend gezeigt, aber wäre vielleicht etwas Besseres, was man diesen Patienten bieten könnte. Bei welchen Prozent ist denn erfolgreich geworden? Ja, anscheinend eingebaut worden. Ja, das ist mir auch nicht ganz so klar. Nämlich, wie kommt man an Material? Weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, ob sie da im Cyber Flip, das ist ja in der Glaskammer. Und ob man da Proben entnehmen kann, um Cyber Flip direkt zu messen, das war mir nicht eindeutig klar. Nächstes Thema ist Depression bei Alter. Und das ist ein Präparat, das hier vielleicht in Frage kommen würde, heißt Aripiprazol. Das ist eine, gehört zu den atypischen Neuroleptika, also das ist was Neues. Und das hat mit D2-Rezeptoren zu tun, Dopaminrezeptoren, und in der Hoffnung, dass man diesen Patienten helfen kann, aber bei Aripiprazol sind Dystonien bekannt, und das ist eine Nebenwirkung, dass diese Leute dann extra pyramidale Symptome kriegen können. Und das ist hier angewendet worden bei 181 depressive alte Menschen, und die Hälfte haben Aripiprazol gekriegt und die andere Hälfte haben Placebo gekriegt, und sonst haben sie Benzodiazepine und andere Sachen auch noch bekommen, und ob sie Diabetes hatten oder nicht und solche Sachen waren bei Hochdruck hatten oder nicht, waren beiden Gruppen ähnlich.
Und dann hat man geguckt nach Depressionsskalen und Ausgangswert waren bei Gruppen gleich depressiv, aber es sieht so aus, als würde diese Gruppe hier dann weniger depressiv sein nach 12 Monaten als diese Gruppe, aber ich fand den Unterschied eigentlich nicht berauschend und das Auftreten von Akathisien und Parkinson-Symptomatik war auch häufiger in der Verum-Gruppe als in der Placebo-Gruppe. Aber da gerade bei älteren Patienten mit Depressionen, denen relativ wenig zu bieten ist, meinen die Autoren, dies wäre ein Gewinn. Das letzte Thema, dies ist auch ein schreckliches Thema, aber mich beeindruckt sehr, und das hat mit Polio zu tun. Diese Krankheit habe ich noch während meiner Kindheit noch erlebt, dass nichts für diese Patienten gemacht werden konnte. Und jeden Sommer die Mütter alle banken, weil ihre Kinder vielleicht Polio entwickeln würden. In den 50er Jahren hat Jonas Salk einen Impfstoff entwickelt von einem toten Virus, Poliovirus, das getötet ist. Und dieser Impfstoff war wirksam, aber der wurde dann zur Seite geschoben von einem oralen Polio-Impfstoff, habe ich auch bekommen, Sie wahrscheinlich auch, entwickelt von Albert Sabin. Aber dieser Impfstoff ist attenuiert. Aber da sind manche Fälle von einer Polio-ähnlichen Krankheiten aufgetreten, tun es immer noch, durch Sabin-Vakzin, durch diesen Sabin-Impfstoff. Und man weiß nicht genau, was man machen sollte. Dann ist auch der Fall, dass in der Republik Kongo in 2010 durch eine mutierte Virusvariante der Impfstoff nicht mehr wirksam war und eine große ein Ausbruch von Polio stattgefunden hat. Also Polio ist immer noch ein Thema, ist noch nicht weg. Und wie kann man das besser bekämpfen? Und es ist der Fall, dass es gibt 3 Polio-Stämme, 1, 2 und 3, und 2 scheint ausgerottet zu sein, tatsächlich scheint weg zu sein. Von dem 3. Stamm ist jetzt kein Fall berichtet worden seit 2012. Aber der 1. Stamm kommt noch vor und das Ziel ist, Polio ganz auszurotten. Und wo Polio noch vorkommt, ist in Indien. Und die Strategie ist jetzt, den Kindern 3 oder 4 Dosis von diesem attenuierten oralen Virus zu geben und sie gleichzeitig mit zu impfen mit inaktivierten Poliovirus durch Impfstoff. Die Idee ist da, dass eine andere Immunantwort dann zustande kommt, sodass wenn tatsächlich der attenuierte Impfstoff doch nicht so attenuiert ist, wie man sich das vorstellt, dass sie nicht krank werden. Also dies ist ein ziemlich kompliziertes Impfverfahren und ich will sie auch nicht damit quälen, weil ich es auch nicht ganz verstanden habe, aber so eine Studie durchzuführen, das will ich nicht machen müssen. Aber das wurde hier gemacht mit 180 Kindern in diesen jeweiligen Gruppen. Dann musste man diese Kinder alle auftreiben und bei denen dann Antikörper messen und ob dieser diese inaktivierte Impfstoff zusätzlich hilft, scheint der Fall zu sein. Und dann hat man bei diesen Kindern dann Serokonversion und Antikörper gemessen und es scheint, dass diese Strategie scheint hinzuhauen. Und die Hoffnung besteht, dass innerhalb vielleicht der nächsten 5 bis 10 Jahren das Polio tatsächlich von der Erdkugel verschwindet. Dann, Schaban, kannst du uns von dem erzählen? Der hat Schorfläsionen, aber der hat nicht Tsutsugamushi-Fieber. Das hat auch gestimmt. Ja, dann kam eigentlich in China wirklich in der Zusammenarbeit mit der Kopfärztin gemacht. Und er hat Syphilis. Also Syphilis kann aussehen wie alles. Und dies ist eine Schorfwunde. Ja.
Manche Sachen fragt man nicht. Wie bewertet man dies? Syphilis wird ja in drei Stadien unterteilt und dies ist ja nicht tertialer Syphilis. Das würde wohl sekundärer Syphilis, sekundäres zweites Stadion sein. Ja, also der kriegt die Frau nicht die Hände sozusagen, man würde ja jemanden den rechten Pumpe hat und vielleicht nur den Schanker digital oder so mit dem Ambulanz auch behandeln können, wenn die Hände spritzen oder so. Wir behandeln dann eher nicht, ob es schlimmer und später wäre, weil er irgendwie die Position. Aber kriegt ja dann so viel Penicillin. Wir haben Leute in unserer Demenzambulanz, die machen die besten LPs der Welt. Die machen das ambulant. Der zweite, okay, also das war Syphilis. Und recht herzlichen Dank.